Willkommen zu einer weiteren Folge Prison Architect. Ja, wir haben zuletzt ganz viele Zellen gebaut, das weiß ich gerade noch so aus dem Kopf. Und hoffen jetzt mehr Leute zu bekommen. Oder habe ich schon die ganzen neuen Leute drin? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, ich habe sie schon, wir haben sie echt schon drin. Gut, ich hatte den Plan. Ich habe ja zuletzt noch ein paar Anhörungsräume gebaut, damit wir ein bisschen mehr Leute am Tag wegkriegen können. Also so Leute von wegen vorzeitiger Anhörung. Ich mache mal eben die Tunnel weg. Und ich würde jetzt mal ganz naiv sagen, dass wir schon mal anfangen, jetzt die Kirche zu bauen. Also die neue, die ich im Plan hatte. Und ich wollte, glaube ich, noch neue Besucherräume bauen, ne? So, aber die Kirche muss ja so groß werden, dass ich da 20 Leute drin lassen kann. Das bedeutet, die muss... Das reicht, glaube ich, schon. 15 mal 9, das sollte reichen. Ich baue natürlich zwei Kirchen, wie auch immer sonst. So, jetzt muss ich da Türen reinklatschen. Einmal hier. Und einmal hier. Das sind sogar 8 breit. Ich hatte irgendwie nur geplant. Ah ja, weil hier auch falsch ist. Ist ja auch nur 15 mal 8. Mhm. Ich wollte doch sagen, das kam mir irgendwie komisch vor. Hier nämlich auch 15 mal 8. Du demontieren. Du Tür dahin. So, dann passt das nämlich alles auch wieder. So, und ich muss jetzt mal eben gucken, wie es denn kraftwerktechnisch aussieht. Denn ich glaube, die sind schon ziemlich ausgelastet. Ja, die beiden Kirchen und die Besucherräume kriege ich dann noch dran. Und dann müssen wir sogar schon ein neues Kraftwerk bauen, Leute. Gut. So. Dann werden das die beiden neuen Kirchen auf jeden Fall. Zumindest ist so der Plan. Und dann schaue ich mal, was ich mit dem restlichen Geld anfange, ne? Gut, scheinbar habe ich da ein Rohr vergessen. Wie sieht es denn momentan tagesplanungs- und gefangenentechnisch aus? Wir haben einiges an Gefangenen. 226 Stück. So, Einlieferung. Machen wir mal ein bisschen runter. Und eigentlich müsste ich auch einen neuen Bereich kaufen. Der kostet aber 90.000. Das ist nett. Okay, da könnten wir mal ein bisschen drauf sparen. Das dauert seine Zeit bestimmt. So, ich fange jetzt aber erstmal an, die zwei neuen Kapellen zu bauen und einzurichten. Wir bekommen ja immer noch ein bisschen Geld und Reformierungsprogramme sind ja auch noch da und. Also, so ein bisschen Geld kriegen wir ja. Das ist ja nicht das Problem, aber es wird weniger. So, dann haben wir jetzt 4, 6, 12, 18. Passt. So, das ist Kirche Nummer 1. Und hier gibt es dann Kirche Nummer 2. Eins, zwei, drei, vier und ein Altar. Fertig. So, dann haben wir die beiden Kirchen nämlich schon fertig und der Rest wird einfach Besucherraum. Und da das 7 Platz ist, ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Dann kann ich dann nämlich genau 2 Reihen Tische reinklatschen. So, ich würde gerne da eine Tür haben. Und hier eine Tür haben. Und dann werden das zwei neue Besucherräume und dann passt das schon. So, was haben wir denn noch so vor uns? Wir könnten ein paar neue Zellenblöcke bauen. Ich weiß nur noch nicht so ganz wo. Oh, erfolgreiche Entlassung. Das ist gut. Das gibt immer richtig Knete. Wie gesagt, ich weiß noch nicht wo. Ich denke mal, hier werde ich keinen mehr hinklatschen. Das wird Bereich für irgendeinen neuen Quatsch werden. Für irgendwelche besonderen Räume und ich glaube, ich werde einfach hier zwei Stück lang ziehen und den Weg hier auch gar nicht mehr weiter verfolgen.
Dazu muss ich nur wissen, wie breit das hier ist. Okay, es reicht. Da könnte ich genau wirklich zwei Blöcke hinbauen und das werde ich dann auch tun. Das sind aber nur 22. Dann müsste ich den Weg hier echt einverkürzen, aber das ist okay. Ja, bis hier. Zack. Und dann wird hier einmal einen riesigen neuen, beziehungsweise zwei riesige neue Zellenblöcke geben. Und am besten mache ich eine Zelle weg und mache da wirklich eine Tür durch. So einen Weg, dass man da durchgehen kann. Und das wird dann hoffentlich für einen neuen Zellenblock reichen. Ich könnte aber schon mal hier ein wenig Deko schon mal wieder machen. Denn dann können die sich, laufen die, wenn die über Dreck laufen, auch mal über, naja, laufen die halt schneller. Oh, jetzt gibt es einen Aufstand. Wieso gibt es jetzt einen Aufstand? So schlecht habe ich euch eigentlich nicht behandelt, dass ihr jetzt einen Aufstand machen müsst. So, hier einmal. Und hier zwei Tote. Wieso gibt es jetzt zwei Tote? Das finde ich gerade nicht ganz so witzig. Muss ich mir jetzt gleich erstmal angucken. Ja, hier sowieso, weil da kommt ja normaler Weg her. So, jetzt muss ich mir angucken, wo die Toten sind. Was wart ihr für ein Mensch? Warst du für einer? Ein Verräter, ja gut. Selber schuld. So, wir müssen hier noch ein bisschen Deko. Und schneller laufen meine ganzen Menschen. Solas und Co. Die spielen gerade Armer. Ich habe wahrscheinlich jetzt auch ein, beziehungsweise keinen Mark, der sich jetzt mitten in der Aufnahme überlegt. Ich schreibe den jetzt mal an. Das hat er in letzter Zeit öfter hingekriegt. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Und das ist, war ziemlich scheißegal, welches Spiel das war. Das hat er in sämtlichen Spielen gut hinbekommen. Aber irgendwie so ein bisschen Stress machen die jetzt gerade schon. Oder kommt mir das nur so vor? Das finde ich ja nicht so cool, irgendwie. So. Habe ich das hier auch schon weitergemacht? Nee, das mache ich dann aber auch mal. So. Muss ich hier sogar noch ein bisschen Gras verlegen. Das kommt zwar nicht mehr häufig vor, aber immer öfter. Okay, und das gleiche auch hier wahrscheinlich. Hier ist schon. Das müsste nur mal sauber gemacht werden, denke ich. Einmal vernünftig und dann ist gut. Und dann muss ich jetzt hier Gehwegplatten zwischenkloppen. So weit, so gut. Schön. Dann bin ich soweit auch schon. Was habe ich hier noch für einen Weg? Ah, hier kann ich eigentlich auch... hier machen, weil da kommt eh nichts mehr hin. Wahrscheinlich, das lohnt sich eigentlich gar nicht, weil wahrscheinlich der Weg da nicht mal hinkommt. Da kann ich ja komplett zubauen, da ist ja nichts mehr. So, ich werde jetzt aber erstmal die Besucherräume, die neuen, einbauen. Weil 64 Familien halt warten auf dafür, darauf, dass sie ihre Gefangenen besuchen können, beziehungsweise ihre Familienmitglieder. Für mich sind es halt alles Gefangene. Wo ist denn der Besucher? Da, Besucherzimmer. Das wird hoffentlich etwas Entlastung bringen. Das ist eigentlich total dämlich, das so rumzumachen. Aber die gehen ja... Achso, die gehen ja gar nicht anders. Okay, dann müssen wir das halt so machen. So... Da haben wir auf jeden Fall nochmal einen netten Haufen an Besucherzimmertischen. Sollte gehen, denke ich. Wenn nicht, haben sie Pech gehabt. So. Das sind nochmal 20 Besuchertische mehr. Das sollte wirklich... Oh, ich habe Einlieferung. Ah, die kann ich stemmen, oder? Ja, gut. Weil ich habe gerade nicht aufgepasst.
gut. Hust, hust. Okay, wir müssen eigentlich dann aber jetzt auch, wenn der Autospeicher mich denn lässt, die Stationierung ein wenig ändern, denn in die Besucherzimmer müssen auf jeden Fall Leute. Habe ich eigentlich welche in der Kapelle, werde die nicht stressen. Postraum, Putzkammer, Anhörungsraum. Anhörungsraum kann immer sein, das ist das Problem. Aber da sind ja im Normalfall auch Leute. Zumindest in der Nähe. Und hier habe ich alles. Ach ja, ich brauche noch hier, ne? Bewaffnete. Machen wir das mal voll, dann werden auch. Haben wahrscheinlich auch ein paar mehr was zu tun. Ja, und dass zwei dann auf Abruf sind, ist in Ordnung. Wie viel habe ich denn davon patrouillieren lassen? Eins, zwei, vier, sechs. Ein paar Hunde brauche ich scheinbar auch noch. Wie viel habe ich? Sechs. Ja, machen wir mal voll auf 10. Und dann ist gut. Denke ich mal. So, dann habe ich aber noch kein Geld mehr. Aber meine ganzen Bäume werden ja gerade gefällt, wie man sieht. Hier in dem Bereich. Und der Bereich sollte dann hier auch folgen. Und dann kriegen wir wieder Holz und dann gibt es hoffentlich mehr Geld. Weil da bin ich ja jetzt wirklich durch die beiden neuen Baumschulen. Wirklich war ja der Plan, dass ich einfach mehr Geld bekomme. So. Wie sieht das denn jobtechnisch aus in meiner Werkstatt? Ich habe. Boah, jetzt kann ich das gar nicht lesen. 47? 57? 37 und ich habe 30, 44, 58 Plätze. Das ist, reicht vollkommen erstmal mit den Werkstätten. Dann, wie viele Gefangene habe ich allgemein? 260. Wie viele Plätze zum Arbeiten habe ich? Reicht das wohl? Das weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich genug Arbeitsplätze überhaupt? Aber die sind ja alle voll. Also wirklich alle sind voll, bis auf die. Ich habe schon wieder einen Toten. Aber ein Toter ist ja vollkommen legitim. Ja, wieder ein. Einer von denen, die es sich selber zu Schulden kommen lassen haben. Ich habe schon drei Leute, die die Allgemeinprüfung bestanden haben. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Respekt. Gibt es noch viele? Drei von vier Teilnehmern. Das ist eine gute Quote. Eine ziemlich gute. Die habe ich sonst nie. Ich bräuchte eigentlich noch mehr Gärtner, aber die sind momentan. Ich weiß gar nicht, was machen die eigentlich? Wo sind meine ganzen Gärtner? Die müssten eigentlich putzen. Dafür sind die da. Und so viel Weg draus, dass ich wirklich nicht an den Schulen Die laufen ja Scheißwege. Die laufen ja richtig dumme Wege. Ach, die machen. Das verstehe ich nicht, aber okay. Die haben sich dabei bestimmt was gedacht. So. Ein bisschen Geld bekomme ich übrigens wieder, wie man sieht. Ich sollte mal eben Programme gucken, ob ich 29 warten. Dann mache ich mal noch da und hier kann ich auch noch voll eine machen. Gruppentherapie, ja, das würde ich jetzt nicht machen, weil da ist schon eine Platz frei. Und hier ist sowieso spirituelle Führung, sind alle drei voll. Punkt. Und den lasse ich dann auch erstmal. Lehrstuhl als Tischler brauche ich nicht. Ich weiß nicht, brauche ich noch ein zweites Grundbildungsprogramm? Nein, brauche ich nicht. Das ist gut zu wissen. Sicherheitsunterweise brauche ich nicht. Kücheneinweisung eigentlich auch nicht. Und ja, ich könnte vielleicht aber, ich habe ja gesagt, dass hier neue Räume zum Arbeiten noch hinkommen sollen. Da kann ich da auf jeden Fall eigentlich einen Weg noch durchziehen. Wie viel Platz ist denn das? Das muss ich jetzt mal eben gucken. 16. Wie wegnehme, ist das noch 12, ist 10, das reicht. Da kann ich auf jeden Fall noch einen Weg durchziehen. So einen schönen Viererweg. Und den werde ich dann hier oben auch gleichzeitig mit durchziehen, damit ich das mir merke. Ja, und ich weiß ja sowieso, der soll ja bis hier und der soll ja sowieso bis. Hier, ergo werden die sich hier treffen und habe ich das hier schon gemacht? Für den Fall, wenn nicht, dann kann ich das nämlich jetzt eigentlich auch schon machen. Weil das weiß ich ja einfach schon, dass die kommen, die Wege. So, und dann kommt hier halt Gebäude hin. Hier mache ich jetzt erstmal einen Trakt. Elf mal elf. Ja, da muss ja sonst nichts rein. Das soll nämlich einfach stumpf eine neue Putzkammer werden. Damit die wirklich alle was zu arbeiten haben, damit sie Geld verdienen und, und. Ich könnte mal gucken. Ach, ich habe vergessen, nach den Banden zu gucken, warum ich die immer noch nicht habe. Das muss ich mir wirklich mal angucken.
Und hier oben mache ich dann auch einen, weil das sind vielleicht potenzielle 40 neue Arbeitsplätze und dann kann man sich das wirklich überlegen. So. So, da sind die Grundbildungsprogramme fertig geworden. Das Allgemeinbildungsprogramm, wo fast keiner ist, wahrscheinlich dann auch. Ja, die spirituelle Führung wird kommen, denke ich mal, im Laufe der Zeit. Und gut. So, wie viel würde es kosten, diesen Zellenblock aufzubauen? 15.000. Gut, dann brauche ich erstmal wieder Geld. Apropos, wie sieht es stromtechnisch aus? Kann ich vielleicht den Putzkammer noch damit verbinden? Sollte gehen, aber dann, das ist dann wirklich Ende. Weil mehr geht nicht. Also wirklich nicht. Dann brauche ich wirklich ein neues Kraftwerk und das werde ich dann wahrscheinlich hier mit reinsetzen, einfach und fertig ist. So, Putzkammer. 9x9, zwei Stück. Ja, die werden morgen dann wahrscheinlich in Betrieb genommen werden. Und dann schauen wir doch mal. Hier sind sie noch am Arbeiten. Mit meinen 10 Gefangenen am Tag, das könnte sogar wirklich funktionieren, dass ich wirklich 10 Stück am Tag jeden Tag kriege. Und ich habe ja jetzt schon wieder fast 10 Stück zu we weniger. So, es werden gerade Bäume benötigt. Sieht's hier oben aus? Ja, so langsam. Vielleicht mal irgendwann. Ja, ich habe gerade nochmal 3000 Exporte bekommen. Das ist gut. Ein bisschen Exporte gibt es nochmal. Die LKWs werden jetzt wahrscheinlich reihenweise durchgewunken erstmal. Stehen ja auch schon wieder viele LKWs. Wirklich viele. So. Wie weit bist du jetzt hier oben? Nicht so weit. Das dauert lange, oder kommt mir das nur so vor? Ich habe 30 Leute, aber das sollte klappen. Ist mal wirklich. Da fehlt jetzt noch ein Kabel, das bringt der an. Dann weiß ich, ob mein ganzes Stromsystem zusammenklappt oder nicht. Scheinbar nicht. Das ist gut. Ach, die eine Lampe wird gar nicht. Ist noch nicht aufgebaut, okay. Sonst hätte ich jetzt gesagt, die wird gar nicht verbunden. Aber okay. Nochmal 1400 Exporte. Kommt nochmal mal ein bisschen was zu essen. Aber mit den Essen, das klappt ja jetzt, ne? Mit Essensverteilung und so ein Quatsch. Das sieht so aus, zumindest Wäscheverteilung. Brauche ich auf jeden Fall eigentlich auch noch eine zweite. Oder beziehungsweise mehr, weil für die beiden zumindest schon mal. Weil das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen viel. Mit den beiden, das sind ja die größeren und dann wird das schwer. Und dann brauche ich hier unten auf jeden Fall noch eine Wäscheabteilung hin. Sollte dann klappen, denke ich. Hoffe ich. Wissen tue ich es nicht. Das werde ich erst hinterher erfahren. Ah, guck mal, die nächste Putzkammer ist fertig. Das ist gut. Können wir jetzt mal gucken, wie viele Leute da überhaupt dran arbeiten können. 20. Ist doch gut. Wieso sieht das so komisch aus? Naja, nicht mein Problem. So, 20. Und hier auch bitte einmal. Sind 40 neue Arbeitsplätze und gut ist. So. Ja, Banden. Es ist ja jetzt 19 Minuten, deswegen sage ich Dankeschön fürs Zugucken und ich gucke dann jetzt mal eben nach, wie das denn mit den Banden ist, ob ich die wirklich noch in irgendeiner Weise implementieren muss oder nicht. Ich sage Dankeschön fürs Zugucken nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss.